Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Bin ich gerade zum Stocken gekommen. Naja, egal. Ich habe mal nachgeschaut, wie das ist, um diese Säure bzw. diese Injektion, eine, der wir gut jetzt noch brauchen könnten, um unsere Zombies zu verbessern, was wir dazu bräuchten. Und da bräuchten wir tatsächlich einen Motten oder einen Schmetterling. Wir haben, glaube ich, nichts mehr von beiden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch Blumen sammeln müssen. Aber als allererstes gehen wir natürlich hier runter und schauen mal nach, was unsere Leiche hier macht. Also die ist extrem schlecht. Die werden wir definitiv nicht verwenden. Die wird verbrannt, nachdem wir noch ein paar Sachen rausgeholt haben. Du wärst ganz gut. Die verwest langsam immer weiter. Das ist das Problem. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das schnell genug alles hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall Blumen pflücken jetzt hat und das viele. Ah, da wäre eine. Dummerweise. Ach, wisst ihr was? Das Holzgrab, das zerstören wir jetzt mal. So. Da haben wir ja schon eine. Dann versuchen wir mal, das so schnell wie möglich hinzukriegen. Aber als allererstes machen wir uns ein bisschen Platz hier. Eine gelbe Blume. Nehmen wir eine mal mit. Die brauchen wir dann dafür. Und Kohl. Haben wir schon wieder Kohl? Ja, wir haben Kohl. Okay. Moment, dann wollten wir doch auch noch so ein Dings hier machen. Könnten wir die hier nicht erstellen? Holzplanke doch, da geht's doch. Moment. Jetzt. So, zum Erforschen. Ich hoffe, das langt. Ja. Ist wieder alles voll. Außerdem brauchen wir noch das Zeug und wir haben keinen Platz mehr. Den Hanf brauchen wir gerade nicht mehr. Das da brauchen wir auch gerade nicht mehr. Die zwei Blumen. Ja, die haben wir drin wahrscheinlich. Ja, okay. Wir müssen uns auch langsam an die Produktion machen von, wie heißt's? Ja, ihr wisst schon. Damit wir dann wieder eine Kiste zusammen herkriegen, um die zu verkaufen. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder das hier. Kostet 2. Verdammt. Aber wir haben ja bald. Nein, das ist blöd. Ah, das ist blöd, blöd, blöd. Das langt nicht. Da fehlt uns eins. Bitte lass jemand im Beichtstuhl sein. Nein, ist keiner da. War ja klar. Uns fehlt genau eine, um das zu lernen, bräuchten wir 30 Dinger. Wir haben nur 20. 10 fehlen uns. Was wir bräuchten, ist nämlich dieses Kleberinjektion, um den besser hinzukriegen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schauke jetzt einfach wirklich erstmal den einen Zombie und gut ist. Dass wir das Ganze gar nicht so groß machen. Und uns für den nächsten Zombie eher drum kümmern. Ich meine, so schlecht war der ja auch gar nicht. Hatten wir eigentlich unsere
Ja, Zombiesaft ist dabei. Dann kümmern wir uns jetzt. Machen wir dann Zombie raus und fertig und gut ist. Und das andere kümmern wir uns später. So, Wiederbelebung. So. Das ist vielleicht nicht so effizient, wie ich es gerne hätte. Aber gut. Die nächsten, die wir machen, die werden dafür effizienter. Dann sorgen wir dafür, dass wir definitiv Dings haben. Diesen Kleber schon haben. Ich meine, wir kriegen ja auch bald wieder Glauben. Und dann kümmern wir uns drum, dass wir das mit dem Glauben endlich hinkriegen. Und gut ist. Puff. Eigentlich könnte ich auch jeden Zombie nehmen, um nach oben den zu tragen, weil unsere Holzproduktion ist im Moment total ausgereizt. Aber naja, eigentlich will ich das auch ungern machen eigentlich. Wo setzen wir den hin? Ich würde sagen, den machen wir zu Eisen. Was haben wir da alles? Das eine ist ein Eisenlager. Das eine ist ein Steinlager. Und ein Steinschneider. Steinlager und das ist ein Eisending, ist richtig? Steinvorrat, Eisenlager. Ja, es müsste eigentlich ein Eisenlager sein. Das heißt, es müsste doch eigentlich gehen. Okay, da scheint auch was zu gehen, aber sehr, sehr langsam. Wo sehe ich denn, wie der effizient der ist hier? Das habe ich jetzt nur hier drin gesehen, oder? Ja, also... Ja. Hallo? Kriege ich den jetzt nicht wieder raus? Hä? Leute? Ach nö. Wieso kriege ich den jetzt da nicht mehr raus? Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich dachte, ich sehe hier jetzt da dran, wie effizient der ist. Und jetzt kriege ich ihn nicht mehr raus. Ich sehe ihn da drin auch gar nicht mehr. Und das da ist so... Oh, habe ich jetzt so einen Mist gebaut? Och, nö. Ich scheine Mist gebaut zu haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich da nicht lieber wieder neu lad. Weil wenn ich den jetzt hier nicht mehr rauskriege... Und der ist auch nicht mehr richtig drin hier... Kriegen. Ja, ich sehe hier nur Fracht, sonst nichts. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt gerade so blöd. Wir machen das Ganze nochmal von vorne. So viel haben wir ja, glaube ich, nicht geschafft gehabt. Glaube ich. Wir müssen, glaube ich, noch die Leiche jetzt holen. Das ist aber weiterhin schlecht. Und dann setzt man den da oben einfach rein und fertig. Und Ende aus. Sense. Es muss dann gehen. Also alles so wie gehabt eigentlich. Was mache ich da? So, jetzt aber.
Und wie gesagt, die nächsten Leichen, da versuche ich das mit der Injektion hinzukriegen, dass wir das auf jeden Fall so machen können. Dass die besser werden. Und das nächste, was wir machen, ist, bevor der Typ kommt und das Ding holt, wir versuchen, diese Keramikschüsseln zu bauen. Und irgendwann muss ich die ganzen Zombies tatsächlich mal ersetzen mit besserer. So. Jetzt wird das Ding gebaut. Man sieht ja auch, die Mini ist in Betrieb. Nee, doch. Ach, ich weiß, warum wir den nicht rausgekriegt haben. Der ist... Ich glaube, der hat so einen Stein genommen und ist... Ja, genau, der war einfach nicht mehr da. Der hat so einen Stein schon nach unten getragen. Deswegen war er nicht da. Jetzt verstehe ich's. Oh, bin ich blöd. Bin ich doch blöd. Ja, das Ding, das dauert extrem lang. Ich will eine Motte oder eine Dings haben. Motte, oh nee. Ja, ganz vergessen, das hatten wir ja auch noch. So. Dann mal nichts zurück mit uns. Und dann schauen wir mal, dass wir da einmal wieder Ordnung in unser Inventar kriegen. Und dann machen wir die Keramikschüsseln. Damit die auch auf jeden Fall wegkommen, das ist wichtig. Er nimmt ja im Moment nur eine mit. Ich glaube, da müssen wir ja... Ich glaube, in der Quest hieß es irgendwas mit... 3 oder so wollte er haben. Drei von diesen Trompeten und 4 Kisten. Okay, mit den Trompeten, das wissen wir noch nicht genau. Da war, genau, mit den Flugblättern vielleicht, habe ich mir überlegt gehabt, dass da was sein könnte. Das können wir mal anschauen. Und 7 Kisten müssen wir verkauft haben, damit es weitergeht. Okay. Das da kann rein. Das kann rein. Die Blumen können rein. Eine gelbe wollte man noch mitnehmen. Kiste kommt hier rüber. Das kommt hier rüber. Samen mehr. Okay. Aber da können wir was machen mal wieder. So. Schön, schön. Dann kommt das hier rein. Karotten kommen rein. Das Hanf brauchen wir nicht mehr. Von denen wollen wir 8 Stück reinmachen. Da brauchen wir nämlich eine davon. Ja, gut. So, und als nächstes die Keramikschüsseln. 50 Stück haben wir gebraucht, richtig? 50. Und Balken. So. Und wie war das jetzt mit dem hier? Wir haben Wasser gebraucht und... Lehm. Wasser ist gar kein Problem hier. Aber Lehm braucht man noch eine ganze Menge dann. So, und du kommst jetzt erst einmal. Das geht immer noch nicht. Ja, gut. Dann holen wir uns mal Lehm. Lehm gab es, glaube ich, unten, wenn ich mich recht erinnere. Puff. Hier könnten wir auch mal eine Kiste bauen.
Wow. Schaufel ist kaputt gegangen. Okay, da haben wir natürlich mal wieder nicht drauf geachtet. Oh, ja. Und außerdem, die andere Leiche sollten wir vielleicht auch gleich noch bearbeiten. Schaufel. So. Was machen unsere anderen Werkzeuge? Die hier sollte auch gleich nochmal gemacht werden. So. Gut. Leben, wie viele Leben haben wir? 4. Ah, so viele Schüsseln gibt es leider jetzt noch nicht. Ach, die lassen wir jetzt mal liegen. Ich darf ruhig mal ein bisschen weiter verwesen. Wichtig ist jetzt erstmal diese Schüsseln hier. Dass die fertig werden. Wie viel haben wir jetzt? 12 Schüsseln erst. Uah. So, und es fehlt uns Leben, glaube ich, richtig? Genau. Leben fehlt uns wieder. Ich hoffe, wir kriegen die 50 Schüsseln noch hin. Haben wir nicht auch noch andere Schüsseln hier rumliegen, eher auf dem Friedhof, die wir noch nicht benutzt haben? Ja, eine. Passt ja. Ich sehe schon, da kriegt man auch schönes grüne Dinger davon. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Moment. Den einen nehmen wir natürlich noch mit. Grüne Punkte für jedes Lebending. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wenn wir 50 dieser Schüsseln brauchen. Ja, okay. So. Fertigen. Dann soll er mal 12 Stück machen, dann kriegen wir 36 von den Dingern raus. Hat er das jetzt nicht gemacht? Naja, das mit dieser Dings ist gar nicht mal so schlecht. Dass man so eine Art Fertigungsprojektion reinmachen kann. Ich bin mal gespannt, ob das, da brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr Energie dafür, ob das auch mehr Geld einbringt oder weniger oder wie auch immer. Weil ich glaube, mit den Nägeln waren wir schneller. Aber wir haben halt dafür auch Erz gebraucht, während wir dafür nur Leben gebraucht haben, aber, ja. Wie viel haben wir jetzt, Art? 30. 20 fehlen noch. So. Aber jetzt müssten wir doch genug haben für so ein Dings. So. Und wir haben auch wieder Energie. So, ach, halt mal. Ach, shit. Das sind Keramikkrüge. Ah, Keramikschüsseln brauchen wir ja noch mehr. Och, nö. Also nochmal Lehm holen. Und wir dürfen gar nicht, auf keinen Fall vergessen, dass wir ja auch unsere Predigt halten müssen. Weil Glauben ist wichtig.
Dam, di, dam, di, dam, di, dam. So. Oh. So. Passt. Dann erledigen wir erstmal die Predigt. Ergebnis fehlgeschlagen. Ist so fehlgeschlagen. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Keine Ahnung, warum da jetzt fehlgeschlagen stand, weil wenn man noch nicht angefangen hat. Immer her mit euren Dingern. Acht Stück wieder. Ja, ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Und mehr, wenn wir unsere Kirche hier weiter aufbauen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 20? Das würde ja sogar langen. Sehe ich gerade. Das würde ja sogar langen. Das machen wir dann demnächst mal. Aber als erstes geht es weiter mit den Dingern hier, damit die definitiv verkauft werden. Und dann können wir mal versuchen, ob wir mit den Flugblättern auch noch was machen können. Aber machen wir in der nächsten Folge. Wie ihr seht, es gibt immer noch genug zu tun. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.